Was für eine Ärztin sind Sie eigentlich? Ich bin Assistenzärztin auf der Inneren. Also wenn ich zum Arzt muss, wäre ich bei Ihnen richtig? Ja, da wären Sie bei mir richtig. Also wären Sie vielleicht die Richtige? Ja, kann schon sein. Ich arbeite in der Klinik da drüben. Ach ja? So ein Glückstag. Kaum bin ich in dieser bösen Stadt, finde ich nicht nur einen Arzt, sondern auch noch eine wunderschöne Frau obendrein. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, war schon okay. Darf ich Ihnen einen Kaffee bestellen? Meine Patienten warten auf mich, ich sollte... Ja, ich muss auch noch in die Wohnung und dann zur Arbeit. Ja, ich muss auch. Aber eine Tasse Kaffee würde ich trotzdem gerne noch mit Ihnen trinken. Darf ich einen Kaffee mit Ihnen trinken? Wenn... Ja, okay. Schön. Zwei Kaffee, bitte. Ich mache was Ehrenamtliches, also für Lau. Was Ehrenamtliches? Hört sich wow an. Naja. Du tust also was Gutes. Genau. Und willst du das dein Leben lang machen, oder? Ich weiß, du denkst, das zahlt sich auf die Dauer nicht aus, von wegen Karriere und so. Aber ich find's gut. Aha. Es hängt ganz von der Freundin ab, mit der ich mal zusammen sein werde. Vielleicht will sie viele Kinder, eine große Wohnung, einen Wagen, eine gute Ausbildung ist auch nicht eben billig. Naja, ich weiß noch nicht. Du meinst, für deine Freundin würdest du alles aufgeben? Ja, würde ich. Aha. Klar, man muss sich entscheiden, weißt du. Nehmen wir mal an, wir beide wären zusammen. Dann würde ich... Nein, nur so als Beispiel. Wären wir beide zusammen? Dann würde ich dir alle Wünsche erfüllen. Ich meine, man sorgt doch füreinander so gut man kann. Was ist falsch daran, für seine Freundin sorgen zu wollen? Ich meine, sie sorgt ja dann auch für mich. Du wirst es schwer haben, heute so eine Freundin zu finden. Echt? Ist das dein Ernst? Du bist nicht von hier, oder? Wie kommst du drauf? Du klingst ein bisschen wie mein Opa. Ich weiß nicht. Eines Tages kann es funken. Ich sollte jetzt wirklich... Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Nein? Nein. Sicher? Nein, es ist nur, es trifft es so, dass es mir Angst macht. Ich dachte, ich klinge wie dein Opa. Naja. Weißt du, ich will dich, glaube ich, doch nicht als Ärztin, dass du mich untersuchst und so. Ach ja. Warum nicht? Weil ich dich gern habe. Wow. Ich glaube, ich will dich auch nicht untersuchen. Ach nein? Wieso nicht? Weil ich dich gern hab. Tja, also ich muss jetzt wirklich. Ja, alles klar. Ja, dann. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.